für die Entwickler und Hersteller von Mikrochips. Und in diesem Bereich haben uns die Japaner und die Amerikaner bekanntlich weit überholt. Aber wir holen auf, nicht bei den Mikrochips, dafür aber in einer Sparte, die bislang noch völlig unterentwickelt ist, bei den Mikrochips. Von München aus treten sie ihren Siegeszug um die Welt an. Darauf kann man als Bayer stolz sein. Waltraud Rankel stellt Ihnen den weltweit führenden Mikrochip-Hersteller mit Sitz in der Landeshauptstadt vor. Buslinie 53, Freitagnachmittag. Der Fahrer Peter Koppen tritt seinen Feierabend an. Doch während andere jetzt entspannen, geht für ihn die Arbeit erst richtig los. Der Mann mit den zwei Gesichtern unterhält nämlich die größte Reederei der Welt. Aber leider sind seine Schiffe nicht seetüchtig. Die Flotte besteht aus Papier. Koppens Ein-Mann-Werft hat schon 200.000 Dampfer vom Stapel gelassen. Bis zu 25 Stück schafft der fixe Falter pro Stunde. Das kleinste Boot misst gerade 6 mm. Der Kniff mit dem Schiff hat ihm eine große Fangemeinde beschert. Gelegentlich sorgt er aber auf Computermessen für Verwirrung. Ich werde manchmal den Computerexperten vorgestellt als einer der führenden Hersteller von Mikrochips. Und die sind dann, weil die kennen ja alle Hersteller, und auf einmal tritt ein neuer auf den Markt. Also sie zweifeln dann an ihrem Fachwissen, ob sie irgendwas verpasst haben auf dem Markt. Nicht? Und das ist dann, wenn das sich dann wieder aufklärt, nicht? Mikrochips, wenn ich ihnen dann einen Mikrochip schenke, nicht? Dann sind sie also wieder ganz beruhigt. Aus den bunten Schiffchen kreiert der Schwabe auch Bilder, die bei der Münchner Schipperia gut ankommen. Sammler moderner Kunst sollen schon vierstellige Summen zahlen, um einen echten Koppen an Land zu ziehen. Längst haben seine Kollegen aufgehört, sich zu wundern. Also ich kann mich erinnern, dass die also dann immer gesagt haben, das muss wohl eine Krankheit sein oder so. Nicht? Und bei mir war es ja auch immer die Antwort, das ist eine ganz normale Geisteskrankheit. Nicht? Die Geisteskrankheit ist ja inzwischen profitabel geworden. Nicht? Also die behält man dann bei. Millionär ist der Busfahrer noch lange nicht. Aber schließlich hat Onassis auch klein angefangen. Dem Mikrochip gehört die Zukunft, meint Koppen. Angst vor Schiffbruch kennt er nicht.